Hallo, wir sind Steffi und Johannes. Und hier nehmen wir dich mit auf unsere kleinen und vor allem auch auf die großen Abenteuer. So, es ist kurz vor 8 am Morgen hier im Korkwald. Wir fahren hier jetzt raus, weil es nämlich tierisch neblig ist, wie man sieht. Und wir haben jetzt noch nicht mal uns fertig gemacht, weil uns die ganze Zeit Wasser aus den Bäumen auf den Kopf tropfte. So, und hier wollen wir euch nochmal zeigen, wie das aussieht, wenn die Korkrinde abgeschnitten ist. Hier zum Beispiel seht ihr das total gut, ne? Das Dunkle unten, das ist abgeschnitten und darüber ist die Rinde noch komplett. Ja, wir stehen jetzt hier immer noch in dem Korkwald, aber an einer anderen Stelle, nähe Kenitra. Und wir haben das Africa Egg Race gefunden. Es war in der App ganz gut beschrieben, von der Seite selber. Und hier drüben ist schon der Start. Und da steht auch dieser Toyota, das ist das Startfahrzeug oder was den Start sozusagen abnimmt. Und dann dort bei den Fahnen fahren sie dann los. Ja, wir stehen hier noch am Start und sehen schon die ersten Motorräder, wie sie ankommen. Aber los geht's wahrscheinlich erst so in 20, 25 Minuten. So, das ist der. Der erste, beziehungsweise überhaupt das erste. Jetzt kommt der einzige Mitsubishi hier in dem Rennen. Also der rote, nicht der schwarze da im Hintergrund. Und da stehen die beiden Botschafter, mit denen hatten wir uns vorhin unterhalten. Die haben es wohl durch den Paul Anders da in letzter Sekunde mitgekriegt, dass hier ein Rennen ist und sind dann hergekommen. Sagten, wo sind denn hier die ganzen Offiziellen von Marokko? Mensch, könnte man doch was draus machen. So, das war Thomas Tomicek. Der ist bekannt dafür, dass er den LKW alleine fährt und wohl damit schneller angeblich ist als mit einem Navigator-Beifahrer. Ja, das war's schon wieder. Jetzt sind alle durch. Der Besenwagen, der ist als letztes gefahren. Mit den Leuten haben wir auch gesprochen. Die waren echt nett und mit denen haben wir uns ein bisschen austauschen können. Haben uns viel erklärt, auch was sie für Technik dabei haben und so. Das war echt cool. Und wir brechen jetzt auch unser Zelt hier ab und fahren gen Norden. Aber vorher wollen wir noch ein Stück auf dieser Etappe vielleicht sogar hinterherfahren. Wir müssen mal schauen, wie die Spurrillen sind. Ansonsten fahren wir halt daneben. So, jetzt haben wir uns noch mal dran gehangen und fahren jetzt ein Stück der Rennstrecke noch mal nach oder hinterher. Und ganz von den tiefen Spuren und auch einiges, was umgepflügt wurde. Blätter.
Äste am Boden. So, die beiden Jungs hier in dem Tatra, die sind ja quasi der Kehrwagen, haben uns eben erklärt, dass gerade alle im Kreis fahren, weil sie den Weg nicht finden. Jetzt haben wir gerade hier erstmal Platz gemacht. Wir mussten erstmal runter jetzt von der Strecke. Ja, die finden angeblich alle den Weg nicht. Und deswegen haben die Jungs hier geparkt und erklärt jetzt wohl gerade, wie die fahren müssen. So was Verrücktes, da haben wir nicht mit gerechnet, dass wir die nochmal sehen. Wir wollten jetzt eigentlich die Strecke hinterherfahren und schon haben wir sie hier alle wieder. Ich soll erzählen, dass da Marokko ist, sagt Johannes, und dass da Spanien ist. Ansonsten sind wir heute Morgen echt früh aufgestanden, um 5:30 und haben dann an einer Tankstelle noch ein kleines Mini-Frühstück gehabt, ein Espresso und ein Croissant, sind dann nach Tangermed zum Hafen, haben dann da auf die Fähre gewartet und sind jetzt hier mit der marokkanischen Fähre oder Fährgesellschaft unterwegs und fahren hier relativ gemütlich, ist eine große Fähre, also schwankt überhaupt nicht, ist total angenehm. Und ja, wie gesagt, da hinten ist Marokko, da vorne ist Spanien. Wir fahren also von Tangermed nach Algeciras und sollen ja nach 1,5 Stunden ungefähr dort sein. Ja, wir sind jetzt wieder in Europa, in Spanien. Wir sind noch ein Stück gefahren bis Granada, das ist die Stadt hinter mir. Und dort befindet sich die berühmte Alhambra. Das ist eine Burg, die Mauren hier in Spanien gebaut haben, als sie das Land besetzten. Und da sieht man schön die Burganlage.